Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich We Were Here mit David. Hallo. Oh. Falls David ein wenig zu leise ist, wir reden gerade über den Ingame-Chat. Ja. Okay, ich glaube, das hat einen Grund, dass wir über den Ingame-Chat reden. Mal gucken. Glaube ich auch. Hallo? Okay, geh einfach nur so und dreh nicht mehr. Sorry. We were here. So, okay. André? So, jetzt sind wir hier in einem Gebäude, ich glaube, das ist so eine Art Hallo. Kirche. Hallo! André? Ja, yeah, jetzt höre ich dich. Hallo. Das ist geil! Ja, wir hören uns jetzt nicht, weil wir keinen Walkie-Talkie haben. Aber hier ist es. Ich kenne das Spiel nur so weit. Hallo? André? Jetzt bist du auch lauter zu hören, ich habe das Game ein wenig lauter gedreht. Bist du auch zu hören? Kann es sein, dass du irgendwo Hallo? Hallo? Hörst du mich nicht? Null. Hallo? Achso, das. Kann ich das aufnehmen? Okay. Okay. Ich mute mich wieder. Jetzt könnte man sich rein theoretisch im Ingame-Chat muten. Also eigentlich muten. Okay, aber ich würde mal sagen, wir sollten mal schauen, dass wir hier rauskommen. Ja, okay. Wie komme ich da weiter? Ja, ich habe hier auf so einer Wand so ein paar Symbole. Okay, habe ich auch, ja. Hast du irgendwas in deinem Raum, irgendwas Besonderes? Ein Buch. Starting in the far west corner. One moves north, freeze. Also, ich habe ein Buch. Was steht da drin? Soll ich dir vorlesen, was da oben steht? Ja, mach mal. Starting in the far west corner. One moves north, thrice. Take one step south, but not before talking two steps east. Continue towards the eastern wall, then head toward the end of it all. Also ich habe hier, wie gesagt, so ein paar Symbole an der Wand, die kann ich an- und ausmachen. Auf meinem Buch steht vorne, stehen da Zahlen, die auch da auf den, nicht, egal. Vielleicht steht hier was. Ich kann nur eins immer anmachen. Okay, wir kommen schon mal aus dem ersten Raum nicht weiter, das ist schon mal nice. Ich würde sagen, wir gehen aber Discord, weil da ist ja kein Unterschied. Ja, ich finde es so besser. Ich kann so. Also, ich habe, wie gesagt, hier ich habe hier Symbole, aber ich kann die so anmachen. Aber. Warte, was steht in deinem Buch nochmal? Lies nochmal vor. Ich weiß halt nicht, wie dein Raum aussieht. Ich habe auch Augen, aber darin ist so eine Farbe. Ich habe ein blaues und ein rotes Auge. Ja, genau. Blau.
Rot, Orange, Grün. Das Orange-Grün habe ich nicht. Ah, Orange, was, nein, alles Rot, ja, was Blau sind die und Grün. Bei dir? Auf so einem Plakat. Okay, was steht neben dem blauen Auge? Neben dem linken blauen Auge steht so eine Art A. Ist es quasi ein A mit so einem T drin? Ja, genau. Okay, ja. Und dann so ein T mit den oberen Seiten nach oben gebogen. Das ist so ein Arsch. Ja. Ja, das habe ich auch hier, aber was mache ich damit? Ich kann die anmachen. Ja. Was noch? Ja, dann gibt's ein oranges oder rotes, egal, mit dem gleichen T. Aussieht wie ein Arsch, ja. Dann gibt's ein grünes Auge, wo ein Kreis und so ein Stern. Passiert irgendwas, wenn ich das hier anmache? Ich mach gerade die ganze Zeit was. Gib mir ganz kurz was. So mal alles durchdrücken, vielleicht. LOL, ich habe meine Tür geöffnet. Also, ist deine auch offen? Ja, aber welche? Ja, nur eine. Ja, meine ist zu. Okay, ja. Okay, also, ich weiß nicht, ob man meine Aufnahme sieht, aber es ist ja komplett random. Was hast du gemacht? Ich habe einfach M und N gedrückt. Und das war anscheinend richtig. Okay, Ich bin jetzt in einem neuen Raum. Ich auch. Ich kann aber wieder in den alten gehen. Ich nicht. Scheiße. Okay, hast du ein Bild von einem Vogel mit einem Totenkopf? Weil bei mir, ich habe nämlich so ein Bild. Ja. Und darunter so drei Löcher, also drei Einkerbungen. Und in diesen Einkerbungen muss ich diese Symbole reinmachen. Aber ich frage, gibt es dafür eine Reihenfolge? Ich habe dir die Reihenfolge gerade gesagt, oder? Ja, weiß ich ja nicht. Okay, ich probiere es mal andersrum. So. Gibt es da vielleicht sechs solche Dinge? Okay, ja, ich hab's, ja, hab's, okay. Und das Letzte? Das Letzte ist diese Schildkröte. Die normale? Ja. Ja. Ja, nice. Okay, ich würde sagen, den Raum machen wir noch und dann, ja. Welchen? Den nächsten? Ja. Ich bin in so einem, ich weiß nicht, ist das ein Heizraum? Bin ich, glaube ich, in so einem Heizraum. Ich bin in einem mehr oder weniger Labyrinth gefühlt. Okay, also ich habe hier einen Heizraum, wo so Wasser ist und da ist eine Tür, da steht drüber Green. Ja, das ist wahrscheinlich der Ausgang. Ja, also ich habe hier legit nichts zu tun. Also ich kann hier nichts. Ja, jetzt habe ich die Aufgaben. Also, ich habe hier drei Ventile. Das eine ist blau, das andere rot und das nächste ist gelb. Ja. Ich habe hier, wie gesagt, hier ist eine Schrift, also hier ist eine gelbe Schrift, die sagt Green. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich kann nichts mehr sehen. Ja, jetzt ist vorbei. Siehst du auch den Screen? Droned. So, aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. 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 Ciao.